So, herzlich willkommen zu diesem Video hier auf Flugflix German. Wir haben heute ein kleines, aber feines Röder-Unboxing. Ein Kumpel von uns, mit dem wir Silvester verbringen, der hat bei Röder bestellt, wie dieses Jahr nicht, hat gefragt, wollt ihr nicht vielleicht ein Unboxing machen, weil er das vielleicht eher nicht auf YouTube hochladen hat, gedacht, die Klicks lassen wir nicht nehmen. Da würde ich sagen, wir fangen jetzt an, diese schöne Palette hier zu unboxen, da unten auf diese Palette. Und ja, da würde ich sagen, los geht's. So, die Folie haben wir jetzt entfernt. Ich würde sagen, wir beginnen hier oben mit dem kleinsten Paket, oder ich denke mal, es ist das kleinste der ehemaligen Loving War VE. Und ja, viel Spaß. Was für die? Gekauft. Also. Genau. Also, jetzt hier machen wir das erste Paket. Gucken mal rein, was da für Zeug drin ist und ob man das überhaupt gebrauchen kann. Ja, natürlich, das ist jetzt natürlich wieder professionell. Professionell zugeklebt. Oh, Junge. Und da sehen wir wieder das gute Röder-Styropor. Das muss natürlich immer sein. Wieso? Extrem geil, wenn das bröselt ist nicht, aber das bröselt meistens immer. Geschredderte Kartons, auch sehr geil. Ja. Und dann sieht man hier natürlich wieder Qualitätsfeuerwerk. Wir fangen hier mal an. Gewinne einen von 20 tollen Preisen. Boah, keine Ahnung, ich habe eh zu viel Geld. Fridays for Fireworks. Der ist cool. Der ist cool. Der ist wirklich cool. Also, den würde ich sagen, den können wir, keine Ahnung, bei mir auf einen 94er Benziner drauf. Hauptsache, ja, bumm. Der ist auch nicht schlecht. Oh, du gerade das Artikel dieses Jahr. Vielen Dank für den Einkauf bei Röder Feuerwerk. Das neue Vulkan-Trio von Röder. Mal gucken, ob die was können da. Was haben die? Ja, gut. Oh, 30 Gramm. Von wem sind die? Von wem sind die? Von Röder. Achso, von C und L, also quasi eine eigene, also nicht irgendwie von Lesti oder so, wie es andere Herrscher machen. Aber das finde ich toll, dass sie das selber hergestellt haben. Ja, zum Glück habe ich das nur zweimal auch so gekauft. So, dann hier. Oh, Tropic-Vögel. Noch nie gesehen, noch nie gehabt. Tropic Butterfly. Kann ich nicht so viel zu sagen. Ich halte noch nie Tropic Vögel. Ja, denke ich mal. Keine Ahnung, es sind halt normale Vögel. Kennt ihr irgendwas Besonderes? Weißt du irgendwas? Keine Ahnung, ich habe einfach alle Vögel gekauft. Das Pyrotank XL. Ja. Das ist cool. Also finde ich, also ich finde es nicht schlecht. Ich finde es vor allem besser, wie dieses dumme Explode Car, wo halt komplett aus Plastik ist. Ich meine, so als Gag auf jeden Fall cool. Ich halt aus Pappe, finde ich, also nicht schlimm. Was hast du gegen den Blue Mobster? Den habe ich auch zweimal. Ja, es ist halt ein bisschen viel Plastik, aber sonst. Hey, du, dann wirklich, muss ich sagen, gut gemacht, Röder. Echt gute Card-1-Artikel, Knatterpeitsche. Von Röder aus Kids Edition, die kann man echt, also die sind wirklich sehr gut. Das ist auch die Knetterlind, oder? Ja, die ungelabelte, also ich weiß nicht, ob sie von, die ist von Lassie, doch, das müsste die ungelabelte Knetterlind oder wie auch immer. Ich glaube, da zu stapeln ist jetzt keine gute Idee. Ja, das mach ich da hier so. Wir könnten einmal in der nächsten Karton eigentlich umräumen, da ist schon ein leerer. Könnten wir tun, holst du den bitte mal, mach aus wieder Geld. Wer? so. Ach, muss ich dich jetzt bezahlen, dass du mein Feuerwehr natürlich, natürlich. Visco 60, einmal Visco 60, einmal Visco 30, ja, zum Verleiter. Ja, ganz normale Visco halt, was man da großartig sage. Ich gebe es hier dem Verpacker, der macht das wieder. Wenn ihr die auswählt, die noch zum Arbeiter braucht, auf jeden Fall. Da sehe ich sehr schöne Ware. Cipolla Trick Track von Pyro Union, ich glaube aus Italien. Die sind wirklich richtig geil. Von wem sind denn die Pyrotechnica? Oh Mano. Oh Mano. Ich glaube, was kostet die? 10 Euro, glaubt ihr, 3 Euro? 3 Euro pro also, Tricktrack. Die sind wirklich knackig im Preis, sind aber auch wirklich sehr gut, muss ich sagen. Aber ja, ich finde halt, so mehr als einmal würde ich die mir auch da mitnehmen, weil das ist halt wirklich schon viel Geld. Ja. So. Das sehe ich hier. King Cobra. Alte King Cobra. Die hat Röder gekauft. Für wie viel haben sie sie verkauft? Für 12 Euro oder, okay. So. Nee, oder sogar 18. Das ist gar nicht mehr. Ja gut, so macht man mit einer Faschreihe auch Gewinn auf jeden Fall. Aber die sind auf jeden Fall, die King Cobra war echt richtig geil. Die erste Charge, die aktuellen, die Kings sind ja eher Rotz. Bitteschön. Röder findet jedes Jahr wieder neue. The King 2.0. Ja, die letzten Jahre muss ich wirklich sagen, hier auch der aktuelle The King. War beide relativ scheiße, war ich echt enttäuscht. Ich meine, man gibt 8 Euro oder so für 5 Böller auf und dann sind sie einfach nicht lauter wie ein Funk-ID. Wie sind die von Festigkeit her? Funk-Festigkeit her? Gibt's die sind jetzt wirklich sehr gut. Okay. Die, wo ich letztes Jahr hatte, die waren einfach scheiße. Ich hatte auch mal welche noch von Pyroland, die könntest du eindrücken wie nasses Papier. Ja, das hatte ich ja auch. Das war wirklich peinlich. Ja. Dann hier Premium-Böller aus Italien. Cobra 3 BP4. Die hatten mir letztes Jahr wirklich sehr gut. Auch die sind von Verarbeitung her und von Verarbeitung. Die sind einfach geil. Also
Die sind aber, das sind einfach wirklich geile Böller. Das stellen wir mal richtig schöne Böller vor. Da haben wir auch nicht eine, da haben wir zwei, da haben wir drei. Ups. Drei Packungen Cobra 3 BP4. Ups. Bitteschön. Und dann geht's hier weiter mit Cobras. Dreimal die 6 BP Silber. Sind einfach geil. Ich finde zwar die mit Dreckhoff ein bisschen geiler, weil die so ein schönerer Vorbrenner hat, aber die sind auf jeden Fall auch nicht schlecht. Bitteschön. Ah, hier Spinner Pack von Leslie. Ja, bis der F1 sind halt wahrscheinlich normale Ruderwirbel. Da wird ein ganzer Spinnerpack verleitet. Ja, ich sage Massenvernichtung, das hört sich ganz gut an. Das ist cool, ja. Hier, ich nehme mal hin, das ist ja, Pyro Kyochi. Das sind die Slimer. Slimer, ah, ja. Ja. So viergige Bruderwirbel, glaube ich, machen die auch irgendwas anderes noch? Ich weiß es echt nicht. Also ich habe gesehen, ich habe alles an Vögel und Bodenwirbel gekauft und das ist ein interessanter Bodenwirbel. Der sieht auf jeden Fall interessant aus, aber ich finde es interessant, plus 14, irgendwie ab 14 oder so, keine Ahnung. Italien halt. Ach, ist das so? Oder bin ich ab 14 volljährig. Okay, interessant. Ah, hier, die Premium-Neuheit 2019. Dicke Boom XXL. Hätte der Vico die nicht rausgehabt, mein Silvester wäre einfach verloren gewesen. Ich meine, ihr wollt nicht immer schon mal fette, dicke Brummer haben. Zweimal. Bitteschön. Okay. Das hört sich sehr falsch an. Hallo, Handy, halt's mal. Hans Damm von Vico. Sah von den Videos wirklich sehr schön aus. Hat jetzt persönlich selber noch nie. Sind auch F1, soweit ich das weiß. Ja, also sieht nicht schlecht aus auf jeden Fall. Das Design, Alter. Da steckt hier alles ein. Ach, das muss hier rein. Goldies von Leslie. Boah, keine Ahnung. Fontaine, oder? F1, ja. Ja. Gut, ist wieder ein bisschen für Plastik, aber ja, keine Ahnung, wie die sind. Find's okay. Ground Ninjas. Einmal, zweimal. So sehen die Packungen aus. Die sind ja ultra flach, die Packungen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ach, die sind auch F1? Ich glaube, ja. Aber die sind ziemlich schwer. Was ist denn das? Weißt du, was ist? Sind das die, wo vom Boden auch abheben? Also so die Richtung... Ich werde jetzt hier mal richtig brutal reinschauen. In dein Feuerwerk. Ach, das muss man ja gar nicht aufschlitzen. Nein, das sind die sich aufstellen. Die sind ganz cool. Die drehen sich nämlich und stellen sich auf die Spitze drauf und drehen sich dann weiter. Die haben Nico auch mal... Spin Doctor heißt es, glaube ich, von Nico, gell? Oh, da habe ich auch zwei VWs. Also, finde ich eine coole Idee auf jeden Fall. Klar, wieder ein bisschen Plastik, aber mein Gott... Scheißegal. Also ganz ehrlich, das Kommentar von Pyrex schrieb auf jeden Fall auch gut. Plastik ist nur einmal im Jahr. Ground Ninjas dreimal. Los. Also echt gute Kadenz. Dinger, denke ich mal. Oh, hier. Konkurrenz. War Konkurrenz. Fire Event Retro Collection. Hoffentlich wirklich mit 4x Abelo. Wir hatten sie letztes Jahr gekauft, der Fire hat nur 2 Abelo reingemacht, die geizigen Säcke. Mach mal auf. Ja, das interessiert mich jetzt. Ich habe gesehen, das ist ganz cool, diese Abelo von Fire Events sind eigentlich was ganz anderes. Das sind B-Bello. Ja. Ich meine, als Feuerwerkshersteller sollte man die Bello-Größen eigentlich kennen, dachte ich so, aber anscheinend ja nicht, weil diese Abelo sind bei Fire B-Bello und wir hatten letztes Jahr also dann 10 Euro bezahlt und dann nur 4 Bäche im Bello bekommen, was schon ziemlich hoch war, aber hier sind doch 4 drin. Ja, sind das B oder A? Das sind B. Oder? Das sind B-Böller, oder? Doch, das sind B. Das steht aber A drauf, oder? Ja, das steht A drauf. China steht A drauf, aber sind halt von der Größe B. Ja, also. Vielleicht heißen sie A-Böller, wenn man denkt, A wie scheiße. Ich glaube, so schlecht sind die jetzt auch nicht. Ich meine, gibt da Gerüchte, dass die aus einer Fabrik stammen, der schon anderen gute Böller entstammt sind, aber das weiß man natürlich nicht. Geht so weit. Oioioi. Rocket zeigt, was ich über den jedes Mal triggert. Die hatte ich dann, aber ich sehe in jedem Unboxing, dass sie nicht gerade drin liegen. Keine Ahnung. Schütteln sie zurecht. Ah, das machen wir irgendwie verrückt. Perfekt. So, genau. Das wird rausgeschnitten. Boah, weißt du, was haben die gekostet beim Röder? Weißt du das? Boah, ich glaube nicht viel, also genauso viel wie im Laden. Ja, weil ich finde die halt geil, aber so für 8 Euro beim Normalzeug würde ich sie mir halt nie holen. So. Ich glaube über 2 Euro pro Rakete. So, hier, Pyrodrohne von Blackety Box. Zweimal, auch eine Neuheit, kann ich nicht so viel dazu sagen. Wir hatten letztes Jahr die Taifuninchen, war ja auch neu damals, die waren einfach richtig scheiße. Was? Die waren nicht gut. Also, neuartige Brummer XXL. Dreimal insgesamt, ja. Dreimal, genau. Premium Vulkan, sag ich mir, von Blackbox. Also, was ich über die gesehen habe, sind die Vulkane von Blackbox echt nicht schlecht. Funke Petarde, 50er Pack. Gibt es, glaube ich, auch so jetzt nicht mehr. Ich glaube,
Die wird gar nicht mehr hergestellt, oder was hat er gesagt? Irgendwie ja, das so. Sind ja diese A-Böller, wo er gesagt hat, die sind scheiße. Und wo deswegen nicht mehr hergestellt worden sind. Das war, glaube ich, ein 50er-Pack. Das war die Böller A, aber die sind kleiner. Das sind ja die. Achso, die sind noch kleiner. Ja, die sind kleiner, das sind 50 Stück. Das sind so. Wie viel habe ich da mehr bestellt, wenn es die nicht mehr gibt? Pirat CE-Größe. Peng 1, tolles Sortiment, also kann man wirklich. Das kritische Peng 1. Nichts zu sagen. P1 und F2 in einer Box. Ich weiß jetzt nicht, was zu kritisch ist. Was ist das? Das können, ja, F2, P1, P1. Hä, wahrscheinlich. Ja. Nur die Frösche sind F2. Frösche. Aber schönes Sortiment. Bengalfeuer-Mix. Das kann man sagen, schöne Bengalfeuer von Funke. F1 oder F2? Die sind F1. Ah, okay. Ja. Oh. Heuler. Octoplus. Viermal die noch nie hatte. Octoplus Heuler. Die sind eigentlich echt nicht schlecht. Die sind so 3 Stufen und ein Crackling. Also ich feiere die Dinger. Oh, Funke Böller A. Ja, da hoffe ich noch, dass auch noch welche mit Lunte rauskommen. Weil bestellt wurden mit Lunte, soweit ich weiß, nee, 10 beides. Also sowohl, also ja, 10 Packungen mit Lunte und 3 oder 4 Packungen. Offen lassen, wo mit Lunte bekommen. Ja. Oh, hier, Premium-Knallware weiterhin. Cobra 3R, die Blasio hat mir letztes Jahr. Also die feiere ich einfach extrem. Also die finde ich echt geil, muss ich wirklich zugeben. Die feierst du Pyro extrem. Die feiere ich echt. Pun intended. Ja. Cobra 6R, der größte Bruder im Endeffekt. Oh, ich mach's halt hier schon kaputt. Hör mal reingucken. Ja, also, der ist einfach nur geil. Also, der Reibkopf, die Wandlung, die sind einfach nur geil. Rote Farbbrenner, einfach geil. Vielleicht wieder reintun? Nö, das ist mir doch scheißegal. Du nimmst mein Feuerwerk. Ich kann das alles zu dir und lass dich hoch. Gut, alles jetzt vielleicht nett, aber. So, jetzt riech ich mal zu. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim zweiten Paket und bis gleich. Du wirst jetzt diesen Stahlkäfig. Ist da ein Käfig drin? Ja, wahrscheinlich. Nee. Verbund hat doch immer einen Käfig, oder? Ja, keine Ahnung. Weiß Alter, nicht. Auf. Ich also, film schon. Alpha Centauri von Röder, Neuheit dieses Jahr. Schönes Verbund. Von Finest Fireworks, wenn da jetzt Käfig drin ist, kotze ich, okay. So, was ich dann hier. Ach, so. Sage. Alpha Centauri, keine Ahnung, wie ist die? Im Prinzip hat sie sehr, sehr viele Effekte und die hat auch so einen TDV-Effekt mal noch drin. Das ist geil. Deswegen habe ich sie eigentlich geholt, weil in meine Feuerwolke kommt immer so ein TDV-Effekt eigentlich rein und die hatte ich schon. Deswegen, vielleicht würde ich in Zukunft keine einzige Batterie mehr brauchen, sondern nur noch die holen, wenn die gut ist. Also, hier habe ich eine Blechschere. Ich muss aber leider sagen, es ist nicht die von einem gewissen Shop. Weil mit der von einem gewissen Shop könnte man das in Sekundenschnelle entfernen. Also das war jetzt eben das Billigproduktschere, deswegen hat es 4 Minuten gedauert. Richtig, ich habe keinen Timer laufen lassen, aber es ging nicht in Sekundenschnelle. Ich kann mir halt die Pyro. Ich kann mir halt diese von dem Shop die Schere nicht leisten. Ja, das Ding ist halt auch. Sind da 2 drin? Das sind so mehrere Batzen, so verleihen. Ach, sind das mehrere Batzen? Ich hab gedacht, das wäre eine. So, Fächer. In welche Richtung muss man die? Da, Publikum. Alter, jetzt guck doch mal, wie scheiße riesig die ist. Die ist eine halbe Palette groß. Also, das Logo finde ich wirklich schon nicht schlecht. Wer ist ein feines Feuerwerk? Ich glaube, das ist einfach eine neue Fabrik. Es gibt ja die 10.000er Fabrik und Röder hat sich gedacht, wir produzieren nicht lieber über Lassie, wir holen uns jetzt eine eigene Fabrik ins Boden und ja. Röder hat jetzt komplett eigene Fabrik. Ja. Denke ich mal. Ja. Also, weil dieses feines Fireworks, das kann ich davor nicht. Hör ich auch nicht. Und, jetzt habe ich auch so ein bisschen reingeschaut. Man muss sehen, wie die Qualität ist. Die Chinesen mucks ja gern ein bisschen, wo es geht. Das ist die Alpha Centauri. Ich würde sagen, wir packen sie weg und holen das nächste Kartonaschen. Dann machen wir gleich die nächste. Nächste Verbund, ja. Ja, warte. Doch, du brauchst deine Stelle starke. Das ist hier mal von Röder, auch eine Neuheit. Ich glaube, nur Leise-Effekte. Ja. Sah auf dem Video echt nicht schlecht aus. Ja. Ich war zwar auf dem Vorschießer im Oktober, irgendwann habe ich keine Ahnung, ob die da nicht geschossen sind. Ich glaube schon, ich war die Hälfte von der Zeit mit irgendjemandem reden. Nee, die kam mir spät aus. Okay, dann nicht. Das Ding ist auch, ich habe erst die Psst bestellt. Psst. Ja, die ja, also einfach Leise-Effekte, geil. Muss man auch mal sagen, Leise-Effekt kann auch gut sein. Aber die Silenzium ist dann doch einiges besser nochmal. Psst. Kostet auch, glaube ich, nochmal 20 Euro mehr. Und. Stahl. Kein Stahlkäfig! Liegt, glaube ich, daran, dass da
kein Blitz drin ist. Ja, weil die hat ja kein Zerlegung. Aber beide haben, glaube ich, 2 Kilo. Ja, aber das ist ja, ich glaube, der Käfig muss nur dran, wenn es halt 1,3 ist, verstehe ich, damit es 1,4 wird und 1,3 wird sie erst, wenn so diese Blitzmenge drin ist. You understand? Okay, und ohne Zerleger gibt es natürlich auch keinen Blitz. Richtig. Du hast Blitz? Du bist illegal, du bist eine Kohlenbatterie. Ja, ich glaube, das sind 4 Fächerbatzen. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ist noch viel größer einfach. Gut, dass ich die hier auf eine Palette bringen will und dazu noch eine Elegant Night, eine Wall und 5 weitere Batterien. Ja, das könnte eng werden. Das geht schon. Nee, geht nicht. Natürlich. Ich muss das anders machen. Bisschen Murks. Sind wir nicht elektrisch? Bisschen Murks halt bei Problemen. Oh, das war die Silentium. War die Silentium von Röder. Einfach. Dann schön. Machen wir gleich weiter mit dem nächsten Karton. Langes Paket, deutet auf was hin? Raketen. Ich weiß gar nicht, ob ich Raketen bestellt habe. Das weiß ich aber leider auch nicht. Auch komplett hier. Doch, die Funke könnten teilweise. Für mich neu. So, wir haben jetzt hier. Eine riesen Styroporplatte. Darauf werde ich mal. Ganz ehrlich, mir ist es nie aufgefallen. Erst seit ihr das gesagt habt, dass da immer Styropor drin ist, ist mir das eher aufgefallen, dass da immer Styropor drin ist. Darauf werde ich, glaube ich, mein Urbrett bauen. Ich glaube, das hält dann auch. Wieder nicht. Geschredderter Karton. Oh, und das sieht ja schon sexy, sexy aus. Wir haben kein Geld für Holzkohle, deswegen können wir das schön verbrennen. Oh, doch Raketen. R15 One Pack von Gao. Mit 90 Gramm auf 6 Stück. Keine Ahnung, wie viel das ist. 15 Gramm. Ja, R15. Haha. aber was kosten die? Ich glaube, die sind ein bisschen teuer, gell? Ich guck doch nicht auf den Preis, Junge. Aber teuer sind sie. Teuer sind sie aber, glaube ich, gar nicht. Ja, aber das. Keine 20 auf jeden Fall. Also die Swirl hatte ich schon letztes Jahr von Gao angeblich 20 Gramm, die waren jetzt nicht so besonders. Swirl? Auch mal gucken. Swirl, das waren 20 Gramm Raketen. Das war quasi das Iron Pack umgelabelt, soweit ich es weiß. Flucht! Den nimmst du mit nach Hause? Okay, ich hab ein zweites. Nee, das ist Strong Pack. Strong Pack, das sind jetzt die 20 Grammer. Genau. Oh, mit Abschlussröhrchen. Oh, qualitativen chinesischen Abschlussröhrchen, die zu brechen. Wir haben uns ja versucht, in die Wiese zu stecken. Echt? Ich hab's noch nicht. 2 Stück schon geslottet von 2. So, hier, nimm mal das One Pack und Iron Pack und. Wir schon hier da. Eine Neuheit von Vego. Yeah, Pyro-Peitsche. Was quasi eine eingefärbte Zündschnur ist an Plastik dran. Yay. Weiß nicht, was das ist. Absolut innovativ. Wo zündest du das an? Da vorne. Und dann ist das wie eine Zündschnur halt mit Farbe. Und da hinten dann? Das ist Plastik, da hältst du es. Ach, das kann man halten? Ja, das ist für Kinder. Und, Alter, das brennt ab und ist eine Peitsche und ist für Kinder. Hat der schon abgebrochen? Was denn? Was? Da, hier. Sputniks von Leslie, Neuheit 2019. Ja, nur weil es eine Neuheit ist. Ich bin nicht überzeugt von denen, ganz ehrlich. Ja, also ich denke mal, das wird so wie ein Little Whistle-Schuss halt einzeln sein und nicht mit Crackling, sondern mit halt ein bisschen Sternen. Aber alles für die Sowjetunion. Ja, alles für die UdSSR. Was ist das? Oh Gott, das hier aus mit den Turtles, das sehe ich jetzt erst. Funke Röhlis, die 20er, ich habe sie gesehen und muss wirklich sagen, Funke, ich bin leider echt enttäuscht, weil ich meine, für Röhlis sind die wirklich echt teuer und klar, man hat genau drauf, was für Farben rauskommen, aber es ist halt einfach ein Röhli und die Farben stehen jetzt auch nicht sonderlich lange, also. Konntest du mir das nicht früher sagen? Habe ich das? Ja, ich wusste ja nicht, wie die sind, wo du bestellt hast, weißt du? Ich hab dir meine Liste geschickt. Ja, aber da wusste ich ja noch nicht, dass die kacke sind. Na gut, da hatte ich auch schon bestellt. Turbo Turtles von Leslie. Das ist quasi auch so Tornado-Wirbel, glaube ich, oder? Die gehen, glaube ich, nicht hoch. Aber sehen auf jeden Fall cool aus. Also. Deswegen habe ich gleich 1, 2, Scheiße, ich glaube, da habe ich den falschen Knopf gedrückt. 3, 4, 5, badam, 6, 7. Ich bin auf Stoppelzell. 8 mal Turbo, also 7 mal Turbo Turtles. Hey, aber 7 ist eine Zahl, die ich nie bestelle. Warte, 1, 2, 3, 4, 5. Doch, sind 7. Hä? Also normal bestelle ich 3 oder 5 von allem. Deswegen hätte ich jetzt gedacht, es wäre 8, weil ich in der ersten Bestellung 5 bestellt habe und in der zweiten 3. Ich setze mich ja mal hin hier. Ich bin ein alter Mann. Jetzt gibt's Unboxing. Alter, du bist jung. Steh auf. Ja, scheißegal. Drachenfeuer Gold. Mega geil. Hatten wir letztes Jahr, muss halt allerdings zu dem Ding sagen. Ja, es ist halt. Für das, was es leicht ist, finde ich es halt ein bisschen teuer, muss ich ehrlich sagen. Man darf nicht auf den Preis schauen. Ja, natürlich, aber es sind 200 Gramm und jetzt mal so im Vergleich. Auch schon Luft, aber 220 und 200. Das ist halt die Fraktion, wo Milch dann bloß 10 Cent kosten darf.
Feuerwerk muss halt auch teuer sein. Ja, ja, aber ja, nee. Also für den Tierschutz. Ich meine halt, da ist vielleicht so viel voll, ich finde es halt ein bisschen übertrieben viel Verpackung so, weil ich meine, jetzt nichts gegen Röder, aber ihr hättet das auch in so eine Größe reinpacken können, da ist zwar auch schon Luft drin, aber ich finde, es hätte im Artikel keinen Abbruch an sich getan, weil jetzt hat man quasi nur mehr Müll halt. Ein Drachenfeuer in so einem Format, also nur noch Vulkanik, geil. Hier noch was, nee, das Dämonenfeuer hier. Genau, das ist Neuheit. Das ist eine Neuheit. Ich glaube, halt irgendwie nicht so starkes Crackling wie der Drachenfeuer. Ich habe gedacht, das hat ein anderes Crackling. Oder anderes irgendwie. Ja. Auch 200 Gramm. Dankeschön. Das kenne ich ja gar nicht. Jorge JF46 Silver with Blue Fire Pistol von Tanna. 110 Gramm. Sieht interessant aus. Also alle Vulkane einfach mal mitgenommen. Dann wird hier schon geklaut. Hier wird schon wieder das Einhorn-Glitzer. Zink Nummer 4, ja, Zink ist einfach geil. Silberne und pinke Sterne, ich dachte ungelebte Einhorn-Pups, genau. Einhorn-Pups, ah, Pups war es, genau. Ja, also ja. Einfach die geilste mit dem Gold-Silber zusammen. Ist einfach, sind geile Vulkane, kann man nichts falsch machen. Wenn man so auf Pink steht wie ich, hallo. Wenn man so nach Preis-Leistungs guckt, wie ich natürlich, sind die Jorge-Vulkane einfach absolut geil. Jorge? Ja. Okay. Crackling und Silber. Crackling ist hier echt mein Liebling. Ich meine, was kostet der? 3 Euro oder so? Boah, keine Ahnung. Und dafür kriegt man halt echt einen Vulkan, der echt was rausholt für den Preis. Also hier mal Crackling und Silber von Jorge. Richtig gute Vulkane sind. Explod Gold. Nee, die sind Dreck. Lucifer Gold. Banda. Ja, 200 Gramm. Nie gehabt, das Vega. Ja, ich hatte es auch nicht, also keine Ahnung. Okay. Gold von Jorge, zu dem muss ich sagen, der war mal extrem Dreck. Den hatte ich mal vor 2 oder 3 Jahren. Da hat der Vulkan einfach 180 Gramm gewogen. Da frage ich mich, wie geht es, wenn 220 Gramm Nem drin sein sollen? Was? Ja. Was schnapp gewogen? Ja, weil der ist jetzt auch wieder so leicht. Weil sollen wir die Küchenwaage holen? Der ist jetzt wirklich schwerer. Hm, machen wir vielleicht mal, keine Ahnung. Nachher, da findest du nichts mehr drin. Color von Jorge. Guck mal, das ist das zweite Paket und hier ist eins voll. Also bitte, Jorge Röder, ein bisschen besser packen. Auch kein schlechter Vulkan auf jeden Fall. Kein schlechter Vulkan. Lucifer Silberrot, den finde ich nicht schlecht von den Videos her. Vor allem kostet er auch nur so 2-3 Euro oder so. Also kann man echt mal mitnehmen. Das wird gestohlen. Das ist schon wieder gestohlen. Das sind noch beide Vulkane. Nummer 1, Gold, Silber, auch ein schöner Zinkvulkan. Kann man nichts falsch bereiten. Zink, Bugano, alles gleich. Gute Qualität. Gib mal hier das Ding her. Das, was soll denn das? Alter, junger Vater. Ja. X-Black von Gao, I guess. Das ist okay. Das ist von der Hammer-Serie. Zündet man hier drunter an, finde ich sehr was? Komisch. Was? Moment, ich bin falsch. Ja, das spiegelt ein bisschen. Die Zündschnur ist jetzt echt eingearbeitet in das... Mach mal auf. Soll ich? Ja? Ja, muss ich ja. Ja, die Zündschnur war eingearbeitet in dieses Plastik. Ist auch nicht schlecht. Und, ja. Steck's da wieder rein. Das war, so. Sicher, das war sicher mit Absicht. Zur Sicherheit. X-Black. Da steht ja extra noch. Ich bin immer zuerst. Firing Direction. Firing Direction. Das X-Black Saturn von Gao. Oh, da müsste aber Jupiter auch noch irgendwo sein. Und dann hier die Hammer von Gao und die X-Black Jupiter zweimal. Ja. Ja, keine Ahnung, kann jetzt so zu viel zu sagen. Das sind Dröli-Bombenrohre. Willst du nicht das kleine Paket da hochholen, dass du dann noch einen schönen Stand hier hast? Ja, doch. Dann können wir uns von oben nach unten arbeiten. Das klingt tatsächlich nach einem Plan, das werden wir jetzt auch machen. Der Junge hat einen geilen Arsch. Ah, schön. Und hat es in die Knie? Ja, meine Knie geht's gut, nur... Ja, keine Ahnung. Ja, also ich weiß gar nicht, wo Röder eigentlich die Paletten her hat. Zimmern die selber? Also eine Euro-Palette ist auf jeden Fall immer nicht klar. I love Mama war das mal. Ich denke, da ist keine I love Mama drin. Ja, okay. Oh, nein. Wir hätten hier die Neuheit 2019. Smokebird. Ich falle hier die ganze Zeit runter. Von... Explode, whatever. Muss ich ehrlich sagen, von den Videos sahen sie echt nicht so geil aus. Also nur die Hälfte geht hoch. Also erstens oder nur ein Viertel sogar. Zweitens, ich meine halt, der Rauch, was da rauskommt, finde ich, ja, keine Ahnung. Da könnte schon der Rauchfaktor werfen, da ist mehr davon. Ja, ist schon wieder die erste Charge. Ich habe auch noch die erste Charge Crackling Bird. Also ja, keine Ahnung. Zum Testen auf jeden Fall finde ich jetzt gut. Ich finde halt, keine dieses Verpackungsding, ich mein, Plastik, ja gut, aber... Haschen, Plastik, Junge. Ja, das sind Zeiten der Feuerbox-Gegner. Da muss man jemanden sponsern, der sein Auto verbrennt. Das sind einfach klare Zeichen. Der sein Auto verbrennt? Ja. Ich hab nichts gesagt. Was? Ach so. Oh Gott, die Lunte war lang. Oh Gott, die Lunte. Schokolino von Röder. Make den noch nie als Gratisartikel bekommen. Jeder hat den als Gratisartikel bekommen, ich nicht. Was haben wir bekommen?
Schokolino. Auch Schokolino. Schokolino von Röder. Ja, also für Cut 1 echt keine schlechte Dinger. Ja. Das gibt, da ist schon noch Platz. Wie so. Ah, so, Pyro-Drohne nochmal. Ja, dreimal. Bin ich mal hier rein so lang. hier ein paar Big Whoppers. Das Big Whoppers Bulk Pack haben wir, sehe ich hier dreimal. Da ist schon einer auf, sehr gute Qualität. An der Stelle. Oh. Auch wieder sehr viel Plastik. Ich habe gehört, das wird eine ordentliche Massenvernichtung. Also, nee, also nicht auf die Idee kommen, da jetzt einen anzusünden, da drin zu lassen und dann das da alles probiert. Also, nee, das geht da gar nicht. Das geht gar nicht. Big Whoppers Bulk Pack, keine Ahnung, was haben die in dem? 375 Gramm ist ein bisschen crackling. Haben die Chinesen ihren Zeug auch wegbekommen. Ihren Aber da hast du ja jetzt dann alle. Du hast jetzt alle Crackling Bälle. Richtig. Sogar eine Überraschung an Crackling Bälle. Richtig, die Pyrotrade, die Feuerbälle von Pyrotrade. Das Unboxing kommt ja vor zu dem Zeug, oder? Was? Das Unboxing kommt ja vor deine Videos, oder? Von was? Vor Crackling Bälle Vergleich. Achso, ja, natürlich. Also, kann man ja hier schon anteasern. Big Whoppers Bulk Pack. Nochmal das dritte Fängschuss. Nee, nimm's mal einfach, ich will's nicht schmeißen. Eine Neuheit. Donnerwürfel von Blackbox. Ich suche gerade nur mein Messer. Du suchst mein Messer. Ja, dein Messer. Mich in Klinge greifen. So, weil ich habe gehört, die sollen nicht so der Hit sein, aber... Donnerwürfel. Jeder wollte sein Feuerwerk drauf bauen. Ich werde meine Füße an. Ist hier kalt. So, also... sind relativ kleine Kubis, also wirklich. Das habe ich nicht bestellt. Das sind die Vego, da kommen wir gleich dazu. Das habe ich nicht bestellt. Vego deutlich größer. Was haben die NEM? 4,5 Gramm. Ja, aber ich meine Kubis halt, ne? Kubis, deswegen, Kubis halt. Mal gucken, wie die im Vergleich zu anderen sind. Mal gucken, die Lidl waren halt letztes Jahr wirklich gut, deswegen mal gucken. Aber ich glaube, die sind relativ teuer für Kubis. Das kostet, ich glaube, 3 Euro, gell? Ja. Das messen wir mal raus. Hier, Blackbox Stock 12. Habe ich nicht bestellt. Hast du nicht bestellt? Habe ich nicht bestellt, ich habe eine andere Blackbox. Vielleicht war es ja auch ein Ersatzartikel, welche hast du denn bestellt? Ich müsste auf den Lieferschein gucken. Stock 12 ist aber nicht schlecht, ist nicht schlecht. Ja, aber scheiße. Fürs Feuer ist scheiße, ja? Ja, Stock 12 hat ja diesen, er hat schon einen coolen Effekt, aber ich will gerade mal kurz einen Lieferschein. Der Typ kommt gleich auf 12 oder wie? Also laut Bestellschein, hier war Hypnotica. Ist drauf, zweimal und schafft zweimal abgehakt. Okay, gucken wir mal weiter. Mal, ich bin gespannt, ob noch eine Hypnotika kommt, weil das sieht halt auch noch nach einer Doc 12 aus. Ja, gucken wir. Jetzt Jonas, geh ein bisschen weg bitte. Ich wollte die Doc 12 zusammen mit der schwarzen Witwe. Weil dieser rote Effekt und dieser blaue kommt richtig cool zusammen. Geil, ja. Und das halt doppelt. Zwei Hypnotika, zwei schwarze Witwe. Mit Doc 12 kann ich das nicht so ganz machen. Ja, das ist schade. Und ich bin noch gespannt, ansonsten gibt es noch ein Schlussstatement. Filmst du schon? Ja, ich schwimme 5 Stunden. Achso. Doc 12. Hatten wir gerade schon mal geguckt, ob das jetzt hier auch eine Doc 12 ist, weil die wurde nicht bestellt. Haben wir gerade geguckt. Nee. Schlossgeist, die wurde bestellt. Das ist Schlossgeist. Da ist keine eine Doc 12 drauf, oder? Schlossgeist, ja. Fand ich nicht schlecht so. Ich finde es halt wirklich ein bisschen teuer für das, was macht. Aber als, so als, keine Ahnung, als Endschlag oder Anfang. Anfang. Immer geil. Anfang. Also ist echt nicht schlecht. Zum Aufmerksamkeit, ja. Dann... Jorge Fontani JF02, da muss ich jetzt mal reingucken, weil ich glaube... 30 Stück. Uiuiuiui. Jetzt kann man das nicht irgendwie sicherer lagern. Machen wir gleich. Ich glaube, das sind es F1 oder F2 von denen, ne? F1 steht hier dran an der Seite. Okay, weil die sind auch gar nicht so teuer, gell? Nee, das sind, also die ganze Jorge Fontani sind nicht teuer, deswegen sind sie eigentlich auch immer ausverkauft. Oh. Oh, verschiedene Farben. Also sind das so Strobos oder? Nee, kleine Fountains. Das sieht auch nicht schlecht aus. Ja. Die sind 30 Stück, ja. Und, was toll vorbei gewesen? Jetzt fällt das Deckblatt kann auch wieder drauf. Hier geht's jetzt weiter. Die anderen Pyro-Tanks. Die kleineren. Die Pyro-Tanks, 12 Stück. Ja. Das sieht ein bisschen aus wie Fortnite. Wie gesagt, ein lustiger Spaßregel, den Namen will ich ja nicht hören. Das ist Fortnite? Ja. Wieso? Scheißspiel ist. Statement. Statement von Prüfix German. Jorge Extreme 85, die sagt mir überhaupt nichts. Was zur... Kenne ich gar nicht. Ist das eine Fontäne? Ja, habe ich auch nicht bestellt. NEC 190 Gramm sagt mir wirklich... Ich habe die Orient bestellt. Gar nichts. Also das finde ich jetzt schon ein bisschen ein Witz. Mal gucken wir nachher mal. Da stand doch auch gerade keine Extreme, oder? Machen wir weiter. Gar Memories. Ich hoffe für dich, dass es
diesmal zerlegt hat. Wir hatten letztes Jahr Berührer bestellt, die hat einfach keinen Zerleger. Das war ja, Salut. Kein Salut, nicht Zerleger. Salut. Das waren die verschwendetsten 18 Euro meines Lebens. Die ist schon riesig. Fand ich halt echt scheiße, dass die keine Saluts hatte. Aber ich glaube, Röder hat doch gesagt, die haben die mit Saluts reingenommen wieder. Ja, ich glaube, die müsste jetzt wieder Salut sagen, aber andere. Oh, Gau, Hammer-Single-Shots. Im neuen. Die neuen. Design. Mal gucken, was sie können. Also ich habe auch noch welche im alten, falls man vielleicht machen schön. Kann. Oh, und jetzt sieht hier wirklich pretty sexy aus. Ja, der sieht ja echt cool aus. Also wenn ich das hier richtig sehe, sind das zwei Schinken, ne? China-Böller C. Ja. Oh, C-Böller. Unglaublich sexy. Die bringst du mit. Die sind echt, also wenn du die... Nö, die wurden nicht aufgemacht. Ich mach keinen Schinken auf. hast du noch einzupacken, oder? Ha? Hast du noch einzupacken? Nee. Nein! Aber ich glaube, bei Feuerwachsland könnte einzupacken. Funke, China, Ballon C, zwei Schinken. Mal schauen. Ich habe gerade gehört, die werden leider nicht aufgemacht, aber die sind auch wirklich sehr schön. Muss ich wirklich sagen. Hier, bitteschön. Zebra einfach. Und dann aber ist hier... Wenn ich noch einen Schinken von Pyrohandel habe, dann machen wir einen auf. Dann ist hier Karton leer. Und zeige euch, wie wir machen das. Und dann brauchen wir weiter mit dem Päckchen. Boah, Päckchen, hier, zack, zack. Zack, zack. Ziemlich zügig. Ich meine, da kurz Zeit, mir nur noch 3 Tage bis Silvester. Bam, bam. Ja, oh. Oh, sind das 10? Ah, das ist da. Juhu. Hey, mal, ich schon 12, muss mal ich schon ruhig sein. Mir scheißegal. Scheißegal. Oh, Funke. Ah, einmal. Dann nehme ich die Packung mit, okay. Zwei. Die bringen. Dreimal. Hier wird alles gefilmt. Viermal. Fünfmal. Sechsmal. Siebenmal. Achtmal. Neunmal. Zehn müsste es sein. Zehnmal. Ah, die sind wirklich sehr maximal süß. Maximalmenge Waffen bestellen konnte. Die sind wirklich sehr, sehr süß. Also, die hätte ich wirklich auch gerne. Und, Mike. Hier ist noch ein Cover. Dann ist es 11-mal? Ich mein, das ist Verpackungsmaterial. Oh, das, kann, das wird teuer verkauft auf eBay für 20 Euro. Ich mein, zum Aufheber nicht schlecht, so einrahmen oder so. Ja. Bitte schön, bitte verstauen. Holy! Ah. Ja. Ja. Oh, altes Design. Luftheuler mit dem alten Design. Oh, noch ein altes Design. Noch zweimal. Ein altes Design. Eigentlich hat mir Röder gesagt, sie haben nur noch neue Design. Dreimal. Wie viel Luftheuer hast du bestellt? Viermal. Fünfmal. Also Silberknister, 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 Silberknister. Fünfmal Silberknister im alten Design. Ah, geil. Weil ich weiß, jetzt verzeih ich Röder alles, weil das alte Design ist. Du wolltest ja unbedingt das alte Design, ja. Soweit ich weiß, gell? Ja, ja. Ich muss sagen, das ist halt... Das ist viel geiler. Das sieht halt wirklich aus wie das alte Design damals auch. Ja, das stimmt. Und das neue ist halt echt. Ja. Das neue finde ich anders, aber nicht schlechter. Nicht schlecht, aber anders. Das ist halt Jugend. So, ich bin leider nicht so alt, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Ich meine, wir machen das ja nur zu alten Sekten. Ich bin 10 Jahre älter als du. Und ich muss hier die Kamera halten. Ja, genau, ja. Cobra 6 ja selber doch mal einfach geile Böller, wie schon gesagt. Jorges, ja, ich schmeiß es! Schmeiß Reibkopfböller. Was soll denn das? Was kann schon schief gehen? Strobos von Jorges sind nicht schlecht, also sind echt schöne Strobos. Kann man nichts. Ich glaube 2 Euro oder so, kann man nichts falsch machen. Einmal, zweimal, dreimal die Strobos, bitte schön. Das sind auch noch Strobos, oder? Nicht Schmeißer, meine Güte. Ja, ich tue mir jetzt hier die Nummer nachher. Alles beieinander, ihr müsst sowieso alles noch verräumen. Wo hast du jetzt, ne? Ja, das müssen wir sowieso noch Satire hier. Ja, da seid ihr ja sicher nicht mehr da. Doch. Ja, was? Ich weiß noch nicht mal, wie ich selber Satire will. Vulkan Fantasy von Pyroart. Die sind ja auch quasi schon eine halbe Rarität, weil es sie nicht mehr gibt. Echt? Ja, Pyroart gibt es nicht mehr. Hab ich nicht aufgemacht. Bitteschön. Ich glaube, okay, hier ist ja noch ein einzelner Albatros. Den gibt es nur nicht. Einzeln. Gibt es nur einzeln? Den gibt es nur einzeln zu bestellen. Ja, das ist ein bisschen schade. Oh, ist das aber so eine Gefahrgut-Umverpackung? Das glaube ich nämlich nicht. Nee, aber den gibt es nur einzeln zu bestellen. Was kostet der? Nicht gerade günstig sogar. Vor allem die Lunte ist sogar offen. Röder, Röder, Röder. Also. Zum Glück kommt es wenigstens pünktlich und nicht zu früh. Jackie Chan. Dreimal die Neuheit Jackie Chan von Leslie. Auch viermal sogar. Jackie Chan, ja, sind glaub so wie Zirkoblitze halt nur ohne Blitz. Was sind Zirkoblitze? Also Funke. Nee. Ich hab gedacht, das wären die heben ab, so wie die Funke. Die Veko Sputniks. Die fliegen aber auch hoch, gell?
Ja, genau, hätte ich auch da. Genau. Aber ja, die sind voll klein. Die sind echt dann. Nicht groß. Röder Heulsuse. Gibt es ja diese auch noch von Weko. Mal gucken, ob wir uns die uns schon geholt haben. Hä, wieso? Heute ist der 28. Ach so. Röder Heulsuse, Neuheit 2019. Ich denke, die werden jetzt nicht besser oder schlechter sein, wie ist die Funke. Es gab ja ein Video von Röder, wo er sagt, es sind 1 zu 1 die gleichen, weil Funke anscheinend da die Röder-Fabrik aufgekauft hat. Ah ja. Ich weiß nicht, ob das einfach nur Spaß war, weil Firewind den scheiß Move gemacht hat, aber ja. Pyro-Drohne nochmal von Blackbox und hier weitere Luftheulen-Design. Einmal Silberheuler, zweimal Silberheuler, dreimal Silberheuler, viermal Silberheuler, fünfmal Silberheuler. Was machst du mit so vielen Heulern? Alles Design, die reichen für immer. Irgendwann wird es wieder verboten und dann habe ich Heuler im alten Design. Und so, kann glücklich sein. Weitere. Der Turm fällt um. Wenn da eine Packung beschädigt wird, das sind 30 Euro Schaden. Oh, was sehe ich denn hier? Pro Packung. Das geht aber gar nicht. Was sind das? Das sind die Leslie Fountains. Assorted Fountains, oder? Ja, aber das finde ich, also Röder, das geht da mal gar nicht. Also wirklich nicht mal das Ding oben dran. Also das finde ich als gar nicht okay. Schade. Bitteschön. Der Sieg-Kaliber, zweimal extrem geile Card 1 von denen mit die besten Card 1 Artikel, die es im deutschen Markt gibt, finde ich. Ja, mach's kaputt. Funke Luftheuer Rot. Kaputt, was dich kaputt macht. Einmal, zweimal. Ah, oh, nicht ein neues Design, schade. Dreimal. Deswegen auch nur dreimal. Rot. Feuerteufel von Blackbox, auch eine Neuheit dieses Jahr. Mal gucken, wie die so sind. Ich hab einmal. Vielleicht kommt sie noch öfter. Ja. Also, hab ich auf jeden Fall öfters. Pyro Trade Viper 3. Dreimal. Ich habe gehört, dass die Viper 3 die besten Sets aus der Viper sehen, weil die Viper 1 sind nicht so geil, die Viper 5 sind auch nicht so geil. Die Viper 5 sind ja die großen Kanonenschläge, oder? Die Viper 3 hatte ich schon noch nicht, also die Viper 5 und 1 ja, die 3er nicht. Da hat, glaub, Planet war das, wo gesagt hat, die 3er sind die beste aus der Serie, deswegen interessiert mich jetzt mal, wie die verarbeitet sind. Hey. Ja, meine ich, es sind halt normale China-Böller. Ja, okay. Also, die sehen ein bisschen edler aus wegen hinten. Ja. Aber, ja, mal schauen. Ich meine, ich finde es halt schon ein bisschen frech, dass man, das sind schick normale China-Böller, man haut sie in den Backverpackung und verkauft es dann für 100% mehr, also. Oh nee. Oh nee. Wieso ist das so viel? Ich hab gedacht, das wäre wie Spinner-Pack. Wie viel sind da drin? 18 Schachteln, A3 Stück. Hast du? Oh, und ich hab's zweimal, weil ich's falsch bestellt hab. Oh. Sag, willst du eigentlich einen Card-1-Verkauf aufmachen, oder? Nein. Der sich hier zwei Displays Spin-Doktor. Ich hab da nur noch ein Display Nico Bienen und Hummeln und... Ja, für unters Jahr, denke ich, sind die einfach echt geil. Ich kann mit der, also... mal an die Shops, ich kann mit der Bezeichnung Display nicht umgehen. Bitte schreib da einfach eine Zahl hin. Rote Corsair. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Hab mich bis jetzt noch nie enttäuscht in dieser zu den The King, also echt keine schlechten Böller. Fünfmal. Okay, ich glaube, ich muss alles zurücknehmen für Röder. Da unten sehe ich nämlich was. Siehst du das auch? Was denn? Diese Blackbox-Platte. Ah, ja, ja. Das könnte eine Hypnotika sein. Aber wieso kriege ich da eine Glock 12? Keine Ahnung, sie lieben dich so sehr. Ja, geil. Funke Petarde. Schon nochmal offen, Alter. Ist das offen, oder? Nee, das ist nur ein bisschen abgepellt. Ja. Moonshiner von Leslie, habe ich auch noch zu Hause, sind ganz gut. Ja, reißt es mir aus den Händen. Hast du Hunger, oder was? Die Neuheit, ich bin sowieso geil auf diese Zeit. Das liegt da jetzt halt. Knistschutteufel von Lone Star, die 9. Rubin, nee, Saphir ist das. Also, nee, Amethyst. 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 Ja, das sind die Pinken, weil ich stehe halt auf Pink. Hi. Also, die sind wirklich extrem sexy, was die Jugendlichen angeht. Halt süß. Und vor allem, die sind halt auch in diesem Design. So sahen früher auch die alten von Silberhütte aus. So sahen die DDR-Feuertöpfe aus. Und die, wenn du diese alten noch willst, in dem Design, dann darfst du ordentlich was hinblättern. Die sind echt süß. Und vor allem 37 Gramm, also ich glaube, die sind einfach nur geil. Sie haben zwar auch ihren Preis, aber sie sind geil. Was war vorher bei der DAP 12 auch noch dabei? Da war noch mal eine Batterie drin. Der Schlossgeist. Ah, Schlossgeist. Nochmal Donnerwürfel von Blackbox, Blackity Box. Peng 2. Sehr schönes Sortiment von Funke, einfach geil. Habe ich erst gerade vor gestern 7 Mal noch gefunden bei mir. Was? Ja, ich habe Peng 2 ein bisschen zu oft. Einmal, zweimal. Dreimal, viermal, fünfmal, GC-Kaliber 10. Guck, deswegen, ich bestelle entweder alles dreimal oder fünfmal. Geile Dinger. Oh! Oh, wow, der sieht schön aus. Desert Jack von Leslie. Nur einmal? Vielleicht kommt er nochmal.
Oh, der sieht echt cool aus. Der sieht echt geil aus, muss ich sagen. Also der sieht echt sexy aus. Ich glaube auch, was kostet der? Auch 10 Euro oder so? Ja, ist teuer. Nochmal GC Kaliber A. Nee. Das war... Doch. Das war ein A. Würdest du es mir nicht gleich hinten reißen, könnte ich noch mehr dazu sagen. Funke Tornado Wirbel. Der Junge hat Hunger. Wirklich, denke ich mal, werden nicht schlechter sein als die Hausfüße. Kannst du mich zu Ende reden lassen, bitte? Meine Güte. Reibbreiter von Funke, sogar noch mit einem Funke. Hast du die extra bestellt, hast du die dazu bekommen? Extra. Oh, wie viel haben die gekostet? Ja, 50 Cent. 10 ja, okay. Cent, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht viel. Dann geht es. Aber ich habe mir gedacht, ich brauche eins. Hey. Die Leslie Black Bettys. Hater würden sagen, hier wurde Plastik verwendet, aber... Also du? Die sehen, also ich muss schon sagen, das Design ist schon die cool. Sehen einfach geil aus. Also. Aber ich weiß gar nicht, das sind Fontänen, ja? Ja, das sind Fontänen. Aber wie ist das mit dem Deckel? Muss man den abschrauben? Absolut oder? Kein Plan. Hm. 64 Gramm ist jetzt aber nicht so viel auf alle. Ne, auf einer. Auf einer, ne? Ne, keine Ahnung. Nochmal zweimal Luftteile rot. Also auch da, damit wir die fünfmal voll haben. Und hier die normalen Luftteile und Display. Könntest du es mich jetzt bitte mal zu Ende erzählen lassen, bevor du es mir aus der Hand reißt? Ich weiß, dass wir alle zünden wollen, aber es geht noch nicht. Oh, ich muss mich bei Röder entschuldigen. Ich sehe es gerade. Creepers von Leslie. Ja, da habe ich auch noch schon schöne Cut-1-Dinger. Hier, ich glaube, eine Neuheit, Fountains of Life von Vico. Sind aber auch Cut-1, so wie ich das weiß. Nee, Cut-2. Cut-2, ja. War, sahen gar nicht so schlecht auf dem Video, waren glaube ich auch gar nicht so teuer. Und ja, mal gucken. Oh, hier... Eine 10er-Packung Fountain von Jorge, die sind extrem leicht, also echt? Die sind wirklich, also wie nicht. Oh Gott, die fliegen ja weg. Muss ich nur, hör auf mal jetzt hier. Was, eine 10, ich hoffe, das ist eine 250 und kein 25. Für alle 10. Mal gucken, also ich kann nichts dazu sagen. Strobe, schöner Cut 1 von, Effekt von Nico war bis jetzt eigentlich immer recht gut. Hier dann noch die vermissten Blackbox Hypnotica. Ja, wo ich mich jetzt aber echt frage, wieso kriege ich dann eine Doc 12? Zweimal, komm ab. Muss ich gleich nochmal durchgehen. Oh. Ja, die Schachtel kennt jeder. Also, die also kennt wer die nicht jeder. Kennt, der hat keine passt. Ahnung, der... Den mag ich gar nicht aufmachen. Mach's nicht auf, bitte nicht. Oh. Ah, ich lasse es zu. Ja, hey, komm mal auf. Ist ein Display Moskitos, dürfte eigentlich jeder kennen. Aber mich wundert's jetzt, vielleicht... Ah, ist nämlich nicht. Das ist ein Trick. Das sind sie Moskitos. Was jetzt nicht? Es sind doch, natürlich. Ah, es sind aber noch, doch, es sind schon die neuen in dieser. Ah, ist das ein festeres Plastik? Ja, in dieser Milchplastikfolie, die war eine vorher so dünnerin. Genau. Ja, keine Ahnung. Die schlechter sind, keine Ahnung. Ja, ganzes Display. Immer nicht so pessimistisch, die sind besser. Ja, ob sie schlecht sind, wissen wir ja nicht. Deswegen. Glühwürmchen. Nochmal Octoplus heute. Warte. Oh, Röder Eigenkollektion. Nee, Moskitoschwarm. Moskitoschwarm. Ja, quasi Moskitos und eine Batterie. Also, wer die mag, auf jeden Fall eine geile Batze. Ja. Oh, was ist denn das Revolution für ein 2? Fettes... Revolution 2? Revolution 2 von Jorge. Hä? Ich hab gedacht, das wäre im Stahlkäfig. Ist das diese mit 160 Schuss Salut? Bam, 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 bam. Salut und Leucht... Die schießt auch so schnell, gell? Ja. Boah, die sieht aber auch... Aber wird dieses Jahr nicht gezündet, die ist für nächstes Jahr das Feuerwerk vorgesehen. Ah ja. Fürs 0 Uhr. Aber ich muss das ja unbedingt schon haben, weil die ist öfters auch mal vergriffen. Trotzdem extrem sexy, das Ding. Ist der Karton auch leer? Dann kommen wir zum letzten. Da müsste noch einiges drin sein. Also ich vermisse noch die Röder-Neuheiten ein bisschen. Also das neue Glühwürmchen und die Chaos-Kometen. Oh, da sehe ich schon Neuheiten. Bada boom, bada bam. Bada bang, bada boom. Bada boom. Bram, bram, bram. Oh, das ist schön. Das ist hier echt schön. Das ist gut gepackt. Ja. Funke-Batterie, du? Jorge, New Super Color Fountain. Ja, die sind ganz cool. Ja, die haben, soweit ich weiß, kalte Funken. Also kann man in der Hand halten ohne Probleme. Und ja. Einmal. Wer sortiert das eigentlich? Zweimal die Neuheit 92. Bada bang, bada boom. Sah auf dem Video jetzt nicht schlecht aus, aber jetzt auch nicht super gut. Also. Müssen wir uns selber überzeugen, wie die sind im Test. Könntest du die bitte mal nehmen? Nicht nur am Handy gucken hier, was soll die Scheiße eigentlich? Ja, schmeiß es weg! Schmeiß es doch weg! Feuerteufel von Blackbox, stimmt, hatten wir schon mal. Heususe von Röter nochmal. Mhm. Können wir, glaube ich, ein ganz guter Vergleich machen. Ja, natürlich, immer.
Wird zurückgelegt. Oh, nochmal Heulsuse. Turbowirbel von Nico. Klassiker. Ja. Mittlerweile. Ist ein Jockey. Es gibt einen YouTuber, der heißt Turbowirbel, nur wegen den Vögeln. Alle Pyro-Größen. Garden Surprise von Gao habe ich mir dieses Jahr auch bestellt. Ich hatte mir letztes Jahr schon, war eine extrem geile Batterie und ich glaube für 13 Euro ist die echt nicht schlecht. Seh. Meine Fachkraft für Lagerlogistik will hier nicht mehr arbeiten. Deswegen muss jetzt die Kameramann hier arbeiten. Oh Gott. Also den würde ich rausschmeißen. Würde ich auch. Funke Kamuro Mix. Habe ich jetzt zweimal, wird im 0-Hof verwendet. Die sieht klein aus. Die 25er. Es gibt auch eine 30er. Nein. Gibt es noch unterschiedliche? Ja, ich meine. Ich kotze Banane. Bitteschön, Kamuro Mix. Dann kann ich sie nicht doppelt verwenden. Oh nein. Nochmal Heususe. Ja, diesmal wirklich nochmal. Ich sag doch immer dreimal. Aha. Von AP. Die neuen. Das ist entweder ein Ersatzartikel oder. Nee, dann ist Ersatzartikel für die XP3. Aber das ist geiler, weil die sind erstens teurer und zweitens ist es eine Neuheit. Okay. Die AP. Die standen ganz oben auf meiner Liste und die habe ich sicher nicht bestellt. Es sind nur die neuen AP Thunder Tracker von Pyro Century. Also XP3 oder FP3 Style. Ja, ich denke, die werden jetzt nicht besser, aber es sind halt Neuheiten und Neuheiten sind. Will man immer mal testen so. Also ich denke, XP3 haben wir eh genug. Also. Ja. Kannst du mal was tun? Dankeschön. Nochmal Hammerbombenrohre, einmal und zweimal. Und die Heulsuse hat man schon. Oh, nochmal eine Heulsuse. Und nochmal AP. So. Was ist? Alter, ich bin verrückt. Du hast mein Feuerwerk mit dir am Leben. Der stoppt jetzt einfach den Karton drüber. Und mein Aufkleber. Nein! Meine Aufkleber! Meine Aufkleber! Wieso ist der Kamuro-Mix jetzt da drinnen? Wieso hast du eine Maske auf? Warum liegt hier Stroh? Hier liegt kein Stroh, hier liegt Karton. Wo waren wir? Chili Spinners. Chili Spinners lässt sich, ja. Ich finde es ein bisschen unnötig, dass die K2 sind, aber mein Gott, so ist es jetzt wir halt. Wir haben halt noch Crackling am Schluss, oder? Ja. Crackling Fountain von Jorge. Also ich glaube, ich habe jede Jorge Fountain. Die 2-Minuten-Dinger, ja, werden eigentlich auch nicht schlecht sein. Orient von Jorge, ich glaube, es doch dabei. Hä, hey, was ist denn die Extrem? Wieso liegt die Revolution auf dem Lieferschein? Mein Gott. Wirklich seltene Batze mit Leuchtkugel, der Fontänenverbrenner. Ja, zum Warmzünden bestimmt ganz gut. Zum Warmzünden? Ja. Ich zünd dich gleich warm. Nochmal das Vulkan Trio 1 ja, von Röder. Bestellt habe. Strobo von, das hat mir gar nichts. Pyromax. Pyromax hat auch Probos. Ja, Pyromax. Ja, in der Dreierpackung. Oh. Nochmal Spray? Nee. Oh. Nicht kaputt machen. Was ist es? D. D. Ist es der aktuelle? F. Was hat er? 17.2, nee, ist nicht der aktuelle. Nicht der aktuelle, okay. Schade. Funke D, ein Schinken. Bitte das mal, Räumer. Nö. Räumst du jetzt bitte? Nicht da, oh, da hat doch keinen Platz mehr. Ja. Wir brauchen neue Fachkraft für Lagerlogistik. Ich bewerbe euch unter dem Video. Chaos-Kometen. Chaos-Kometen. Neuheit von Röder. Ich würde jetzt ja mal behaupten, dass Funke da die vielleicht ein bisschen zerstört hat, was Preis angeht und Leistung mit der Volta Multicolor, aber. Ach, die hat den gleichen Effekt. Fuck. Ja. Wenn ich die zusammenzünden würde mit einer Nico Monster King, die mit einer Nico Monster King doppelt gezündet, dann haben die nämlich die gleiche Laufzeit. Kommt sicher cool mit abbiegenden Kometen und abbiegenden Summern, Bienen. Keine Ahnung, wie du das nennen willst. Oho! Sportzelbox, Neuheit. Sportzelbox von Röder, die wiegt auch nix. Also die wiegt wirklich gar nichts. Ich noch mal da. Da wird sie mir schon wieder weggenommen. Erst die halbe Zeit nichts machen. Oh, Smarties Fontäne von Röder. Ja, das ist schöne Smarties, muss man sagen. 200 Gramm Only Smarties. Smarties ist sowieso ein geiler Effekt. Ja. Aber ja. Die Nummer 6. Ich habe dreimal die Smarties Fontäne. Fuck, dann nur noch einmal die Sprotzelbox. Nur einmal die Sprotzelbox. Ja. Bitte schön. Es geht hier weiter mit nochmal Tropic-Vögeln. Ja. Mal gucken, wie die so sind. Bitte schön. Röder. Neue Glühwürmchen. Glühwürmchen. Also das Design ist auch wirklich geil, muss ich dazugeben. Ja, sah auf die Videos. Nicht schlecht aus.
Bestimmt nicht schlecht. Gebe ich hier mal weiter. Oh, Neuheit. In Kooperation mit Gao. Blue, Blau, Orange Edition. Was? Orange? Orange und Lemon. Achso. Aber warum macht man in die Blaubatterie Orange Lemon rein? Ich finde das Ganze ein bisschen kaputt. Also, ich weiß es nicht. Aber ich mag. Wenn ich doch eine reine Blaubatterie will, dann haue ich da nicht Orange und Lemon rein. Ich mag Züge. Ich mag auch Züge. Aber noch eine sexy Funke. Oh. Blue Blood. Extrem geile Batterie von Funke. Wirklich. 30 Schuss. Nur zu empfehlen. Jetzt ist da Spucke drauf. Upsi. Röder, da war Spucke drauf. Muss ich zurückgeben lassen. Das war ja meine Spucke. Jemand hat da drauf gekotzt. Viermal? Jorge Eden. Jorge Eden. War das, glaube ich, so eine Wasserfallbatterie? Kann das sein? Nee, Crosette. Crosette. Unglaublich gute Crosette-Batterie. Kenne ich so und gar nicht. Und war sofort ausverkauft letztes Jahr, deswegen dieses Jahr genommen. Jeden. Musst du schauen. Musst du echt mal. Also die ist unglaublich gut. Oh, ihr seht es ja. Viermal die Eden. Viermal Eden. Nochmal, einmal, zweimal, dreimal. Das ist ja auch fünfmal die, die Feuerteil von Black in die Box. Und der letzte Artikel. Ist eine Neon Fishes Fountain. Sagt mir überhaupt gar nichts. Auch von Jorge, oder? Noch nie gesehen. Von Brückhoff. Brückhoff. Wahrscheinlich sind das auch Smarties. Nämlich, ich wollte eigentlich alle Smarties haben, aber habe nicht die von Jorge noch bekommen. Die haben auch eine Smartie. Ich sage, wir räumen jetzt noch ein bisschen um und dann gibt es da nochmal irgendwie so eine Übersicht oder vielleicht. Ja, das ist die Übersicht. Da und da und da und da. Übersicht Ende. Je nachdem. Also, bis gleich.